Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Abendschau. Schwere Ausschreitungen in Neukölln und Kreuzberg. Angemeldet war von einer osmanischen Militärkapelle eine Kundgebung für 500 Menschen unter dem Motto Einigkeit und Brüderlichkeit zwischen Türken und Kurden. Aber genau das war es dann nicht und aus den 500 wurden einige Tausend. Am frühen Abend eskalierte dann die Situation. Mit Pfefferspray versucht die Polizei, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Doch die Lage läuft von Anfang an aus dem Ruder und endet in Straßenschlachten am Kottbusser Tor. Nach einer Kundgebung am Hermannplatz ziehen aufgebrachte türkische Jugendliche durch die Straßen. Eine Demonstration ist nicht angemeldet, aber die Massen wollen sich daran nicht hindern lassen. Kottbusser Straße, vor einer kurdischen Moschee stehen sich gegen 17.30 Uhr PKK-Anhänger und türkische Nationalisten gegenüber. Steine und Flaschen fliegen. Ursprünglich war eine Kundgebung von 500 Personen am Hermannplatz angemeldet. Das Motto: Türken und Kurden sind Brüder. Anmelder der Veranstaltung: der Verein dieser osmanischen Militärkapelle. In diesem Lied singen sie: Meine Türkei, für dich sterbe ich. Aus den erwarteten 500 Menschen werden schnell mehrere Tausend, darunter die Jugendorganisation der extremistischen Grauen Wölfe. Die Organisatoren haben die Menschen nicht mehr unter Kontrolle. Sie wollen nicht am Hermannplatz stehen, sondern Richtung Kottbusser Tor laufen. Aber eine Demonstration ist nicht angemeldet. Organisatoren und Polizei halten die aufgebrachte Menge auf und schicken sie zurück zum Hermannplatz. Doch sie strömen in die Weser- und Hobrechtstraße. Dort fliegen vereinzelt Steine auf die Polizisten. Die Polizei setzt Pfefferspray ein. Ein paar junge Männer greifen uns an, sie beschimpfen und beleidigen uns. Wir sollen nur am Hermannplatz die Musikkapelle drehen, sagen sie. Und die deutschen Medien sollen nicht einseitig berichten, schreien sie uns an. Die Organisatoren nehmen uns in Schutz. Gegen 16 Uhr erklären die Veranstalter die Kundgebung für beendet. Die Massen ruhig zu halten ist natürlich immer ein bisschen schwer, aber im Ganzen zusammen mit der Berliner Polizei, hier ein Lob an die Berliner Polizei, echt wirklich Respekt, die haben es wirklich sehr schwer gehabt. Es war eine gute Zusammenarbeit und ich bin von der gesamten Organisation eigentlich sehr zufrieden. Doch diese Zufriedenheit kommt zu früh. Mehrere hundert Teilnehmer der Kundgebung ziehen durch die Hasenheide und Karl-Marx-Straße. Gegen 16.30 Uhr löst die Polizei die Menge am Hermannplatz auf. Aber die Massen fahren zum Kottbusser Tor. Dort eskaliert die Situation. Ja, im Studio begrüße ich jetzt aus aktuellem Anlass Erhard Körting, Berlins Innensenator. Guten Abend. Guten Abend. Herr Körting, können Sie sagen, wie es jetzt im Augenblick aussieht, genau? Also nach meiner letzten Information ist es ruhig, aber es hat Ausschreitungen gegeben, es hat Steinwürfe gegeben, es hat Angriffe auf ein kurdisches Kulturzentrum gegeben. Das alles ist nicht das, was wir in der Stadt wollen. Wir wissen, dass es eine schwierige Situation in der Südtürkei und im irakisch-kurdischen Bereich ist. Aber wir wollen nicht, dass diese Auseinandersetzung außer mit Demonstrationen hier zu uns rüberschwappen. Die Menschen können demonstrieren. Das haben gestern auch die Kurden getan. Das finde ich in Ordnung. Das gehört zu unserer Demokratie. Aber die Menschen müssen sich auch an unsere demokratischen Spielregeln halten. Das haben heute die jungen Türken nicht getan. Ja. Wir haben gerade gehört, Sie haben ein Lob bekommen vom Veranstalter, aber das ist ja dann doch eskaliert. Hätte man dann nicht im Vorfeld etwas, sagen wir mal, sensibler reagieren müssen? Ich meine, es ist ja, Sie haben selber gesagt, Situation Nordirak, möglicher Einmarsch der Türkei. Konnten Sie da nicht ahnen, dass da irgendwas in der Richtung passiert? Denn wenn die osmanische Militärkapelle so eine kleine Kundgebung anmeldet, liegt ja was in der Luft. Also wir wissen, dass das natürlich sehr leicht emotionalisierbar ist. Wir wissen glücklicherweise, dass es zurzeit noch keine militärischen Einsätze der Türkei im Nordirak gibt. Dann würden wir auch anders reagieren auf eine entsprechende Situation. Wir haben gestern bei der kurdischen Demonstration und heute jeweils mit dem Polizeieinsatz geantwortet, der uns zur Verfügung stand. Wir haben auch sofort nachalarmiert heute, nachdem sich herausstellte, dass wesentlich mehr Teilnehmer werden, als es sind. Die Prognose für heute war eigentlich eine friedliche Veranstaltung. Es ist aber offensichtlich auch von Jugendgruppen, insbesondere von rechtsextremistischen türkischen Jugendgruppen, dann missbraucht worden. Mhm. Herr Körting, müssen wir es denn generell hinnehmen, dass unabhängige Türken oder Kurden oder wer auch immer sich Extremisten, die da für ihre Ziele in anderen Ländern eintreten wollen, das auf unseren Straßen tun? Nein, wenn es eindeutig extremistische Veranstalter sind, dann nehmen wir das nicht hin. Dann werden derartige Veranstaltungen auch verboten und untersagt. Das geht nach dem Versammlungsgesetz. Hier hat ein Verein angemeldet und es sind auch Repräsentanten der türkischen Gemeinde da gewesen, mit denen die Polizei auch Kontakt hatte während der Veranstaltung. Hier hat also ein Verein angemeldet,
bei dem wir zwar gewisse Zweifel auch haben, den wir aber noch nicht zu den verfassungsfeindlichen Organisationen zählen. Ihr Fazit nach dem heutigen Tage? Das Fazit nach dem heutigen Tage ist, dass wir höchstwahrscheinlich noch mehr darauf achten müssen, was im Bereich Südtürkei sich abspielt. Wir werden alles tun, um zu verhindern, dass das hier nach Berlin rüberschwappt. Auch die grauen Wölfe, werden die jetzt stärker beobachtet? Die grauen Wölfe werden von uns beobachtet. Sie waren über Jahre hinweg ruhig. In den letzten Jahren war eher Kongra Gel der Teil, der uns Sorgen gemacht hat. Heute hat sich gezeigt, dass die Nationalisten unter den Türken mindestens genauso bedenklich zu betrachten sind wie Kongra Gel und deren Jugendorganisation. Herr Körting, ich bedanke mich, dass Sie ins Studio gekommen sind.